Wer hat den Kaffeefilter erfunden? Hallo, das war ich, Melita Benz. Ich wurde 1873 geboren und lebte in Deutschland. Eines Tages hatte ich eine gute Idee. Ich durchlöcherte den Boden eines Topfes und legte ein wasserdurchlässiges Blatt Papier hinein. Dann schüttete ich Kaffeepulver und heißes Wasser darüber und stellte einen Becher darunter. Das Wasser nahm den Geschmack des Kaffees an, aber das Kaffeepulver kam nicht in den Becher. Der Kaffeefilter war erfunden. Wer hat den Kindergarten, wie wir ihn kennen, mit Liedern und Spielen für die Kinder erfunden? Guten Tag, mein Name ist Friedrich Fröbel. Ich war ein Pädagoge und gründete 1847 den ersten Kindergarten. Die Kinder sollten eine schöne Zeit im Kindergarten verbringen und viel gemeinsam singen, spielen und auch lernen. Noch heute wird an meinem Geburtstag der weltweite Kindergartentag gefeiert. Wer hat den Scheibenwischer erfunden? Hallo, I am Mary Anderson. Bei einer Fahrt in der Straßenbahn in New York stellte ich fest, dass der Fahrer der Straßenbahn immer wieder aussteigen musste, um die Scheibe abzuwischen. Das war sehr mühsam. Deswegen hatte ich eine Idee. Ich erfand einen Hebel im Inneren der Straßenbahn, mit dem man einen schwingenden Arm in Bewegung setzen konnte. Dadurch wurde die Windschutzscheibe frei von Regentropfen gehalten. Heute ist der Scheibenwischer in allen Fahrzeugen. Wer hat die Sicherheitsnadel erfunden? Hello, that was me, Walter Hunt. Ich war ein amerikanischer Erfinder und arbeitete als Mechaniker in New York. Ich hätte mir nicht gedacht, dass meine Erfindungen einmal so berühmt werden. Wer hat den Fallschirm zusammengerollt in einem Paket erfunden? Hallo, das war meine Erfindung. Mein Name ist Käthe Paulus. Ich habe in meinem Leben ungefähr 700 Ballonfahrten und 165 Fallschirmabsprünge gemacht. Als gelernte Schneiderin baute und nähte ich auch Fallschirme. Es gelang mir, den Paketfallschirm zu bauen. Diesen kann man zusammenfalten und für den Notfall als Rucksack auf dem Rücken tragen. Damit habe ich vielen 100 Fliegerinnen und Fliegern das Leben gerettet. Wer hat 2 Nobelpreise in Physik und Chemie bekommen? Bonjour, mein Name ist Marie Curie. Ich wurde 1867 in Polen geboren und studierte in Frankreich. Gemeinsam mit meinem Ehemann entdeckte ich 2 chemische Stoffe, die Elemente Radium und Polonium. Für meine Forschungen bekam ich den Nobelpreis für Physik und für Chemie. Das ist ein ganz wichtiger Preis. Wer hat das Programmieren, also die Sprache für den Computer, erfunden? Hello, my name is Ada Lovelace. Ich interessierte mich sehr für Mathematik. Gemeinsam mit einem Mathematiker arbeitete ich an der Entwicklung des ersten Computers. Dieser Computer sah noch ganz anders aus als die Computer heute. Er wurde analytische Maschine genannt. Mir zu Ehren gibt es heute eine Programmiersprache mit dem Namen Ada.